In der Softwareentwicklung ist man sicherlich gewöhnt, dass man vielleicht jeden Monat ein Release macht oder selbst jeden Tag. In der Medtech-Branche ist es wirklich undenkbar. Wir machen bei uns vielleicht 2 Releases im Jahr. Um das hier aufzuzeigen, wenn wir einfach normale Software entwickeln, in einem nicht regulierten Umfeld, dann hat man als Stakeholder häufig einfach den Kunden. Wir mit dem Projekt Netflix sind jetzt ungefähr hier. Das heisst, wir haben auch als Stakeholder zum Beispiel sind das verschiedene Gesetze der Länder, sind das kontrollierende Instanzen oder auch eben Guidelines, die uns helfen würden, die Gesetze umzusetzen. Die ganzen Guidelines machen es jedoch nicht einfacher, weil die sind immer verschieden. In der Schweiz gelten natürlich Guidelines wie Amerika, wie Japan oder selbst innerhalb der EU. Ja, hier ein kleiner Auszug von all den Guidelines, die ungefähr wichtig sind für das Projekt Netflix. Wir sehen, dass es ganz viele verschiedene Themengebiete. Das ist so komplex, wenn man da nicht geschult ist auf dem Gebiet, ist es auch nicht möglich. Mit dem brauchen wir Experten und gerade die Rolle, wenn wir als ISS erfüllen. Wir von ISS sind Integrated Scientific Services. Wir sind fokussiert auf Medizinprodukte. Wir sind spezialisiert in jedem Gebiet von Medizinprodukten. Das ist wirklich vom Anfang, von Idee, über die Implementation, über den Markteintritt und auch die Wartung. Wir haben verschiedene Themengebiete, sei das zum Beispiel strategische Beratung, regulatorische Services oder auch Digital Medtech, wo ich zu finden bin. Historisch gesehen, ISS, haben wir früher viel Embedded-Projekte gehabt. Das meistens eine Person ein Projekt gemacht. Und weil die Medtech-Branche halt reguliert ist, ist sie auch so erträglich, dass man es häufig noch sehr im Vollmodell geschafft. Wir haben auch gesehen, dass wenn man agiler arbeitet, enger mit dem Kunden zusammen arbeitet, dann hat man ein besseres Ergebnis. Wegen dem haben wir jetzt so den Fokuswechsel gemacht in Richtung Cloud. Wie wir so zu uns dabei unterstützt, das agil zu arbeiten, sehen wir dann später in eurer Implementation. Wir haben gesehen, dass bei dem Medizinprodukt der eigentliche Teil, der ein Medizinprodukt ist, ist wirklich sehr klein. Nehmen wir an, wir haben zum Beispiel eine Insulinpumpe und eine App dazu, die uns irgendwie die nächste Dosis berechnet anhand von App, von Daten, die man eingibt. Da könnte man sagen, das ist ein Beispiel, nur die nächste Dosis zu berechnen, das Medizinprodukt ist. Und die ganze App eigentlich keins. Wir haben vorhin gesagt, dass wir im Medizinproduktwelt meistens nur 2 Releases haben im Jahr. Wegen dem kann man das Ganze so simpler machen. Wir teilen das in 2 Systeme auf. Wir nehmen das Medizinprodukt zu uns. Wir entwickeln das mit unseren zertifizierten Prozessen. Wir lassen das in unserer Plattform laufen. Oder nicht das Medizinprodukt teilen, kann nachher durch andere Kunden selbst implementieren. Hier ist noch wichtig zu anzuwählen. Netflix ist nur der interne Projektname. Wie das Marketing muss sich noch auf einen einigen. Hier sieht man den Aufbau von dem Ganzen ungefähr. Wir sind bei einem Swiss Hoster. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir auch GDPR-konform sind. Wir haben hier den WSO2 Gateway. Und dann die einzelnen Module. Die sind auch zertifiziert. Und dann wird der Ablauf, dass der Kunde über sein Backend, über ein Gateway auf die eigenen Module zugreifen wird. Wir sehen hier, durch das Abspalten von Medizinprodukt und Nicht-Medizinprodukt kann man die Kosten verringern. Weil, wenn man das klassische Modell fährt, ohne die Abspaltung, dann muss man das ganze Wissen selbst aufbauen. Wie macht man das Medizinprodukt? Man muss auch die Qualitätsmanagement und die Zertifizierungen haben. Man kann das alles abgeben zu uns in unsere Netflix-Plattform. Wir sind geschult auf diesen Prozessen und wissen, wie das geht. Und auch die wiederkehrenden Kosten sind immer kleiner. Wir haben dann all die kleinen APIs, all die Modules, dass wir irgendwie ein API-Management-Produkt müssen haben. Und für das haben wir verschiedene Jahre geschaut und haben uns am Schluss für WSO 2 entschieden. Einer der Hauptgründe ist auch, dass wir hier lokale Partner haben mit der Intergon, die uns unterstützen dabei. Das andere ist auch, unsere Dokumentation haben wir den ganzen Lebenszyklus von unserer Software abgebildet
und auch in so einer API können abzubilden, ist extrem hilfreich. Zusätzlich haben wir schon verschiedene Anfragen bekommen für Open Source Projekte. Und wir haben schon heute Morgen gesehen, dass WSO2V Open Source ist. Und mit Kubernetes und WSO2 zusammen sind wir dort gewappnet für alles. Für mich als Entwickler bietet mir WSO2 eigentlich folgende Sachen. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wer darf meine API brauchen oder wie funktioniert das Ganze. Muss ich Open, muss ich OAuth implementieren oder Mutual TLS? Ich als Entwickler kann mich wirklich einfach darauf fokussieren, meine API zu entwickeln und weiss, dass WSO2 den Rest wird handeln. Weil gerade in der Cloud-Umgebung gibt es extrem viele SaaS-Produkte, die extrem spannend wären, aber die meisten können wir leider nicht verwenden. Das ist ein bisschen Geschichte. Früher hat man ja meistens irgendwie ein lokales Entwicklungsumgebung gehabt. Zum Beispiel hier mein Windows-Laptop oder irgendwie ein Mac-Laptop. Man hat nachher sein Version-Control-System gehabt, GitLab, GitHub, was auch immer, und eine produktive Umgebung. Man hat dann sein Feature implementiert in seiner lokalen Umgebung, man hat das getestet, man sieht, dass es läuft, und hat das nachher eingepflegt in sein Version-Control-System. Von dort an hat man dann die Änderungen irgendwie müssen produktiv und live schalten. Da war meistens irgendwie ein Bruch, weil das nicht standardisiert war und es hat auch sehr viele Probleme gegeben. Weil vielleicht ist ja produktiv ein Linux-Server und lokal entwickelt auf einem Windows-Laptop, dann weiss ich dann nicht mehr, funktioniert das im Endeffekt überhaupt. Vielleicht hat man irgendwelche Konfigurationen müssen machen, vielleicht Passwörter setzen, was auch immer. Oder hat man dann nicht mehr einfach in sein Version-Control-System hineinschauen können, weil genau gewusst, was der Stand produktives System ist. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Software-Ticket zugewiesen bekommen hat, eigentlich folgendes gesagt, ja, lokal bei mir funktioniert es, ich weiß nicht, was das Problem ist. Und um genau solche Sachen zu vermeiden, tun wir jetzt bei Netflix eigentlich folgendes Setup brauchen. Wir sind produktiv in einem Kubernetes-Cluster, das heisst, wir entwickeln lokal in einem Kubernetes-Cluster. Wenn man jetzt wieder seine Features implementiert und seine Änderungen sein Version-Control-System einpflegen, bei uns jetzt GitLab, dann haben wir die Komponente Argo hier. Argo ist ein Projekt, das ist von Cloud Native Computing Foundation unterstützt, das ist schon Open Source und es sitzt eigentlich bei uns einfach in unserer produktiven Umgebung und einfach gesagt, schaut, hat es irgendwelche Änderungen gegeben bei uns im GitLab. Wenn ja, übernimmt es die automatisch und somit kann man sich immer sicherstellen, dass man wirklich den Stand, der in seinem Version-Control-System ist, in seiner produktiven Umgebung hat. Somit haben wir wieder das Single Source of Truth, vom wir heute gehört haben, und das Prinzip nennt sich eigentlich GitOps. Ich habe gesagt, wir wollen automatisiert und sicher sein. Für das haben wir gewisse Pipelines laufen. Wieder wir entwickeln lokal unser Feature mit uns jetzt GitLab. Und dann haben wir hier habe ich euch einen Auszug gebracht, von verschiedenen Tests zum Laufen. Und für was ist das wichtig? Wenn ich mich erinnere, zum Beispiel an Log4j, ja, es sind 10.000 Geräte betroffen gewesen, Applikationen. Und wenn man die Tests laufen lässt, dann weiss man, ist man von so einem Fall betroffen, mit der vielleicht eine Library, die man braucht, und nicht jedes Mal muss vorhanden all die CVs nachlesen. Das ist ein Auszug, ob so kommt aussehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das bei euch so ist. Und hier haben wir zum Beispiel 7 kritische Warnings. Ich möchte natürlich noch haben. Aber es ist auch extrem praktisch, jetzt bei GitLab hier. Da kann man direkt die Tickets kreieren. Man hat auch einen Beschreib vom Fehler und auch meistens irgendwie eine kleine Guideline, wie man da fixen kann. Ich habe jetzt gesagt, dass WSO2 uns unterstützt, agil zu arbeiten. Und eines von diesen Tools ist eben das Developer-Portal. Das haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Weil wir ja kontinuierlich immer deployen bei uns. Und dann kann der Kunde eigentlich immer den Status von seiner API schauen, während der Entwicklungsphase. So kann er früh Feedback geben, er kann früh testen und auch schon bei sich in seinem System integrieren. Im Publisher-Portal. Wir publizieren momentan die API noch von Hang. Das heißt, wir lassen die API-Definition rein.
dann hier händisch konfigurieren, wer und wie darf die API zugegriffen werden. Ich glaube, mein persönliches Highlight ist eindeutig der WSO2 Identity Server. Weil wir haben schon verschiedene Applikationen gehabt, wo wir zum Beispiel noch ein Frontend gemacht haben, um unsere API zu testen. Und ich muss mir keine Gedanken mehr machen über User Management. Ich verwende den Identity Server von WSO2 und bin mir sicher, dass das alles gehandhabt wird. Momentan sieht es bei uns so aus. Wir haben der WSO2 Standard Gateway im Einsatz. Der kommt out of the box so. Das ist ein einfaches Setup. Dann haben wir hier hinten dran zum Beispiel zwei Medizinmodule. Unser Kunde, der momentan immer mit Mutual TLS die API gesichert ist. Und das funktioniert sehr einfach und sehr gut so. Jedoch ist es natürlich nicht der volle Endstand im Ausbau. Und wir möchten eindeutig noch mehr Isolation haben zwischen unseren Kunden. Für das möchten wir eigentlich auf eine Cloud Native Gateway umwechseln von WSO2, der Coreo Connect. Der ist viel kleiner und da kann man auch für jeden Kunden eigentlich einen separaten Gateway haben. Den wir hier noch eine größere Isolation zwischendran. Jetzt hier aufzeichnet, vielleicht möchte der eine Kunde über OAuth, was auch immer. Das ist ja alles kein Problem, wo WSO2 uns die ganzen handelt. Der zweite Punkt, den wir auch noch machen wollen, ist, dass wir das ganze API Lifecycle Management nicht mehr von Hand machen, sondern so unsere CICD Pipeline integrieren. Und es gibt dort super APIs und es gibt keinen Grund, das von Hand zu machen, weil wir alles andere automatisiert haben. Das sind so die wichtigsten Punkte zu mitnehmen. Zuerst ist, wir möchten unseren Kunden helfen, indem wir eben die Auftrennung machen von Medizinprodukt und Nicht-Medizinprodukt. Durch die Auftrennung haben sie einen einfacheren Markteintritt, das heisst weniger Kosten. Und WSO2 unterstützt uns dabei, all die APIs zu managen, dass wir agil miteinander zusammenarbeiten und kollaborieren. Falls noch Fragen sind, wäre jetzt noch da. Ja. Was ist die Frage? Wir haben gesagt, ich verwende da CICD und gleichzeitig machen wir zwei Releases im Jahr. Ja. Was unterscheidet es dann? Also hat er einen separaten Produktionscluster, wo dann einfach zweimal im Jahr draufkommt? Oder wie funktioniert denn der Prozess bei euch? Genau, das ist echt die Idee. Dass wir natürlich während der Entwicklung immer kontinuierlich, wenn wir Releases erstellen, also nicht produktive Releases, wo unser Kunde kann seine APIs testen und nicht die produktive APIs in einem separaten Cluster, wo natürlich nicht immer automatisch der richtige Branch applizieren, sondern es wird irgendein Tag sein, der nicht automatisch updated wird. Genau. Und wie machen wir Secrets Management? Wir haben alles bei uns im GitLab drin, das heisst, wir verschlüsseln die verschlüsseln, ja, sodass nur der Cluster, der das Secret hat, das auch kann decrypten. Wir machen dann natürlich, dass du produktiv deine Sachen anwenden kannst, haben wir dann verschiedene Overlays, so eigentlich kannst du produktiv genau die Repos checken und genau alles ace to ace so up-to-date bist und nicht nur musst deine eigenen Secrets mitnehmen. Cool.